Wir haben das auch noch nie vorher gemacht, finden es aber notwendig. Möglichst hautnah machen. So, dass wie es wirklich die Arbeit von uns Abgeordneten ist. Die SPD-Fraktion nimmt die Jugend ernst. Wir führen den Dialog, wir führen ihn hier real. Einfach mal mitkriegen, dass Politik was anderes ist als das, was in der Tagesschau davon rüberkommt. Einführung des eines gesetzlichen Mindestlohnes. Als Abgeordneter zu fühlen oder sich in die Rolle reinzudenken, lernt man einfach mehr, wie funktioniert es. Junge Leute für Politik zu begeistern, ist ein zentraler Punkt für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft. Wichtig ist mitzumachen, sich einzubringen, auch Spaß dabei zu haben. Und sie durchaus ernst nehmen, auch in ihren Anliegen, in ihren Ideen. Und das wird ja aufgenommen, was da an Gedanken entwickelt wird. Und das, finde ich, also ist das Spannende an der Geschichte. Bericht, dann gehen wir über zur Reihenfolge. Wir haben heute 2 Stunden Zeit, also 120 Minuten. Und wir haben 6 AGs. Ich bin eine überzeugte Parlamentarierin. Wir bedanken für die super tolle Zeit in Berlin. Ich erlebe doch jeden Tag, wenn Menschen mit mir über Politik reden, dass sie von den Politikern reden, denen da oben, dass das alles furchtbar ist. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass man gerade mit jungen Menschen Politik ganz praktisch erfahrbar macht. Ich glaube, dass wir als Politikerinnen und Politiker auch andere Zugänge schaffen müssen. Also wir haben ja das Thema Mindestlohn, das ist was, was mich selber auch sehr beschäftigt hat. Und da haben wir jetzt eigentlich einen ganz guten Vorschlag ausgearbeitet, der hoffentlich jetzt auch genehmigt wird dann in der Fraktion. Es ist ein Angebot, hinter die Kulissen zu schauen von Politik und auch Neugier zu wecken. Und ich glaube, was unheimlich wichtig ist, Politik ist veränderbar, ist gestaltbar. Man trifft unheimlich viele verschiedene Leute aus verschiedenen Bundesländern, die ganz unterschiedliche Ansichten haben zu den Themen. Und man kann vor allen Dingen auch mal nachvollziehen, wie langwierig dieser Prozess der Entscheidungsfindung überhaupt ist und was für Probleme da auftreten, aber auch welche unglaublichen Möglichkeiten sich da eigentlich bieten. Die Hoffnung ist ja natürlich, dass es nicht nur bei dem Besuch in Berlin bleibt, sondern nach dem Abitur, das ja bald ansteht, dann vielleicht auch während des Studiums so ein richtiges politisches Engagement daraus auch hervorgeht.